Bei der Beurteilung von Baustoffen interessiert uns natürlich nicht nur die Festigkeits- und die Verformungseigenschaften, sondern auch, wie der Baustoff kaputt geht. Ja? Und das beschreiben wir mit der Bruchmechanik. Das heißt, wir wollen auch wissen, wie ist das Versagen in einem Baustoff? Wie können wir dieses Versagen vorhersehen? Und wie können wir gegebenenfalls bei der Baukonstruktion gegen dieses Versagen entgegenwirken? Und typischerweise beim Beton ist es so, wenn wir auf einen Würfel drücken, dann entstehen Druckspannungen an der Oberfläche. Und diese Druckspannungen werden natürlich durch den Baustoff, durch den Baukörper auf seine untere Auflage hindurchgeleitet. Das passiert allerdings nicht gleichmäßig gerade, sondern es bilden sich sogenannte Trajektorien aus. Das sind Linien gleicher Spannung. Und diese Druckspannungstrajektorien, die verlaufen parabelförmig durch diesen Baustoff hindurch. Und senkrecht zu diesen Druckspannungstrajektorien bilden sich Zugspannungstrajektorien aus, die auch in einer gewissen Parabelfunktion dorthin durchlaufen. Das heißt, senkrecht haben wir die Druckspannungen und horizontal haben wir die Zugspannungen. Und genau an dieser Stelle tritt das Bruchversagen ein. Und genau dort kommt es genau genommen zu einem Zugversagen des Betons, weil eben dieser restliche Teil ist durch die Druckspannungen so überdrückt, dass es dort nicht zu einer Zugschädigung kommen kann. Zentrales Thema im Bereich der Architektur ist natürlich der Modellbau. Hier kann ich mein Konzept, meinen Raum, den ich entwickeln kann, überprüfen. Wir haben große Modellbauwerkstatt mit Maschinen und auch Lasern, 3D-Druckern. Weiter kann man seine Modelle überprüfen in einem Lichtlabor. Hier kann man verschiedene Lichtsituationen arrangieren und eben sehen, wie das Tageslicht oder auch eine Beleuchtung auf das Konzept wirkt. Und die Möglichkeit, die jetzt natürlich neu dazugekommen ist, ist ein digitales Labor, wo wir quasi auch mit 3D-Brillen in unsere Räume schreiten können und den ganzen Entwurf nochmal überprüfen.